Servus YouTube, Bon Internet und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir haben jetzt die erste Story durchgespielt mit den guten Lieren und wir werden jetzt die Story nochmal spielen in den ersten Durchlauf, aber jetzt aus der Sicht von Claire. Claire Redfield. Auch wieder auf Standard werden wir spielen. Ich kann noch kurz was zeigen. Ich habe privat den Speedrun gemacht. Hier unten links in der Ecke bei Veteran. 1 Stunde 17, S-Rang. Habe ich für die Trophäe gemacht. Jetzt habe ich alle Schwierigkeit- und Speedrun-Trophies im Sack. Das heißt, jetzt kann man jetzt hier nochmal richtig schön genießen. Ich meine, wir haben hier auch noch die zweimal zweiten Durchgänge dann, die ich vielleicht noch machen werde. Ich werde jetzt erstmal noch Claire's Run machen und die anderen beiden können wir dann auch nochmal irgendwann wiederholen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir die Sicht von Claire noch sehen. Und beim zweiten Durchlauf, also B quasi, sehen wir halt dann das wahre Ende. Also keine Sorge, die werden wir auch machen. Aber jetzt kommt erstmal noch die Sicht aus dem ersten Run von Claire. Oh, Claire Redfield nochmal, Standard und rein in die Olga. Du kennst mich, ich komme klar. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was soll denn hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treff dich bei der Station! Und jetzt geht's los. Ja, die gute Claire, die kleine Schwester vom guten Chris. Leon. Passt sicher vor mir hier. Oh, wir haben hier einen Revolver. Ja, aber Claire kommt hier schon sehr viel später erst an. Ich habe auch nur drei Kugeln. Ich habe hier auch nichts vergessen, ja. Na da. Warte, ich bin gleich da. Okay. Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn.
Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Ja, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide dir. Durchziehen! Weg hier, Alter! Ruhe! Die Quick-Draw Army. Munition. Schlüssel. Ich hätte auch in dem alternativen Weg, tut glaube ich auch Lien sich hier drinnen umziehen. Na, direkten Abzug und 6 Schusskaliber. Es gibt diverse Variationen mit jeweils anderen Namen. Die Granate mache ich, glaube ich, erstmal rein. Okay. Okay, die Frage ist... Ich glaube, dass ich hier falsch bin. Weil hier sind wir hier reingekommen. Ah. Das ist jetzt nicht so gut. Irgendwo falsch gesteppt. Ganz kurz mal hier reingucken. Natürlich, das Messer brauche ich, ganz wichtig. Ja, diese ganzen unendlichen Waffen, das ist so verlockend. Aber ich will sie nicht nehmen. Na, dankeschön, du Wichser. Wie schnell ich geschossen habe. Oh mein Gott. Mach die Scheiße zu, Alter. Liegen bleiben. Ist ja Sinn, dass der hier nicht leben tut. Crazy, weil jetzt alles so ein bisschen halt anders da ist. Hier ist halt auch schon vieles offen, weil Claire halt jetzt auch viel später hier erst angekommen ist. Aber ich glaube, Claire kann Granatenwerfer haben, das weiß ich noch. Da haben wir gerade schon Munition dafür aufgehoben. Hochwertiges Schießpulver. Oh, fängt schon an, Alter. Kein Platz mehr. Ihren Story-Strang kenne ich
gar nicht so gut mehr, muss ich sagen. Ich hab so viel Zeug dabei. Oh, Marvin. Mensch, Marvin, bleib liegen. Ups, da habe ich aber zu viel geschossen, wollte ich nicht. Es weicht ein bisschen ab von Leons Story. Aber das ist irgendwie auch cool, dass man schon weiß, ja, hier war auch schon zum Beispiel halt Leon. Sechs. Zwei. Elf. JMB HP3. Habe ich noch gar nicht. Das hier haben wir mit Leon auch gelesen. Da brauchen wir einen Schlüssel erst dafür. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? So. Das ist jetzt natürlich auch anders, dann, ne? Krone. Feuerschale. Vogel. Ich bin voll. Bayett. Muss das ablegen.
Und das ist das, was wir da mit Lien eigentlich haben. Ach lol, hab ich gar nicht gesehen, hier so eine Erweiterung. Wichtig. Mr. X, der gute Bree. Wette, der ist nicht vom Rettungsteam. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, wenn wir die zweiten Runs spielen, können wir ja eigentlich sogar mit den alternativen Outfits mal spielen. Aus dem Original. Es gibt noch eine Menge Bonus-Outfits. Ich glaube, jeder hat, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Ich glaube, 3 hat jeder. Aber ich bleibe da eigentlich immer gern beim Original, wenn ich aufnehme. Dass es auch schön detailtreu irgendwie ist. So Bonus-Sachen ziehe ich dann wahrscheinlich eher an, wenn ich mal streamen würde oder sowas. Was jetzt nicht der Fall gerade ist. Eigentlich noch mal hier hintersteppen, was ablegen eventuell. Aber hier liegt ja auch noch überall Zeug rum. Das ist alles gerade ein bisschen scheiße. Aber im Moment geht halt noch nicht so, dass wir so viel tragen können. Liegt, glaube ich, hier noch irgendwas, oder? Ja. Legen wir noch mal kurz zusammen, dann können wir hier auch dieses Ventilrad mitnehmen. Im ersten Moment ziemlich viel hier einzusammeln. Ich könnte ja eigentlich immer kurz die Räume looten. Aber hier hat er, glaube ich. Ah, hat er doch nicht. Was war das? Legally. What? Der ist schon hier? Alter, willst du mich verarschen? Bro, wie soll ich denn den töten, bitte? Das Ding ist, in der Bibliothek hocken ja auch welche drin, ja. Das ist gerade irgendwie alles scheiße, ne? Aber wir brauchen erstmal den Schlüssel. Und den kriegen wir da oben und dann müssen wir da durch. Das ist nicht so geil.
Das heißt, der wird auch ganz schön zacken. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Claire auch weniger schlucken wird. Dabei soll ich sie doch mehr schlucken können. Okay, da war wieder dämlich. Scheiße, wie kriege ich jetzt diesen Licker weg? Ich kann hier rein theoretisch auch erstmal wahrscheinlich durch den Keller auch noch gehen. Lauf, Claire, lauf. Wir müssen nur schnell genug sein, dann kriegt er uns nicht. Oh, doch, er kriegt uns. Digga, wie schnell dieser Hurensohn ist. Boah, ich hab's geschafft, Alter. Gottes Willen. Alter, dieser Damage. Das haben wir auch schon gelesen. Er ist tot. Der ist auch tot. Da war nichts. Irgendwann hast du noch aufgestanden. Ah, der Kopf, der am Boden lag. Bro, what the fuck? Links 9, 15, 7. Nochmal eine Erweiterung, sehr schön. Was war's hier nett, ne? Hier war's. Sehr gut. Gedächtnis 88, oder?
Das ist leider für die andere Revolver. Schade. Dabei finde ich die hier gerade mega geil. Ups. Oh, da haben wir hier alles gelootet. Oh, eine Pflanze. Gehen wir mal hier hinter. Heiß war daneben schießen, Digga. Digga, ist der hier gerade runtergesprungen? Ja, tatsächlich. Laden. Verdammt. Okay. Das könnte ich endlich mal behalten. Oh lol, hier ist jetzt das Teil. Das geht natürlich nicht mehr. Aber hier haben wir die Batterie, was wir brauchen. Das haben wir auch schon alles gehabt.
Liens Mitteilung. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es von Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht, Lien. Da drinnen kriegen wir die SMG. Die UZ. Traue mich nicht weiter zu gehen. Bleib zurück! Oh ne. Six Trolls ist hier auf. Der kommt aber hier nie rein. Das ist das Gute. Patrouilliert auf jeden Fall der Bree hier rum. Ich bin voll. Ist halt auch schon wieder einfach nur scheiße. Das ist halt einfach schon wieder scheiße. Ich glaube, das hier. Waage. Und. Naja. Ah, das hier. Ist hier schon ordentlich am Rummitteln. Hier hoch. Digga, dass der auch fast jeden fucking Schuss hören tut, ist auch so ein Ding, ne?
Ist halt jetzt voll am Behindern hier. Ich wollte eigentlich jetzt da runtergehen. Jetzt muss ich so rumlaufen. Scheißegal. Richtiges Trampeltier. Da oben läuft der Wichser. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall einen Cut. Das war die erste Folge zu Claire's Run. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Boltgamer YouTube. Tschüss.